Lutz, wir machen uns jetzt eine ayurvedische Gemüsepfanne. Das habt ihr bei euch im Krankenhaus auch auf der Karte. Läuft richtig gut. Und jetzt müssen wir ein bisschen erklären, auch was Ayurveda ist und warum ist unsere Pfanne ayurvedisch. Also, was ich weiß von Ayurveda, das ist eine uralte indische Lehre über Gesundheit, über gesundes Leben. Und dazu gehört auch Fasten und Bewegung und auch Ernährung. Genau. Also, inwiefern ist diese Gemüsepfanne dazu geeignet? Naja, sie ist erstmal dadurch geeignet, weil wir eigentlich dafür nur frisches Gemüse verwenden. Ja. Und also bei uns im Hause kochen wir es klassisch mit Ghee. Mhm. Für unsere Veranstaltung heute haben wir es nochmal abgewandelt als rein vegane Variante und verwenden dazu natürlich dann ein schönes Rapsöl, weil wir ja die Sachen ein bisschen ordentlich anbraten müssen. Ghee ist geklärte Butter. Ghee ist, Ghee ist geklärte Butter, genau. Mhm. Und das kann man wirklich sehr gut erhitzen, weil wir ja keine Molke drin haben. Und das ist wirklich dafür gut geeignet. Genau. Okay, wir haben jetzt Rapsöl. Und weiter machen wir aber ganz klassisch mit Gemüse anbraten und dann würzen. Genau, wir braten das alles ganz kurz nur an. Bei uns ist halt der Vorteil, dass wir dann sagen können, wir kühlen es dann schnell runter. Ja. Wir haben wieder eine gute Farbe, wir haben alle Vitamine noch drin. Es ist einfach mal ein tolles Produkt, wenn es dann fertig ist. Genau. Und ihr nutzt auch ziemlich viele Gewürze dazu, die Verdauung unterstützen und wärmen. Genau, wir haben wärmende Gewürze. Wir haben bestimmte Gewürzmischungen, die wir uns dafür herstellen und die wir dann in Anwendung bringen. Mhm. Und das ist einfach wirklich auch ein schnelles Gericht, was wir dann hier kochen. Und bei Ayurveda, wenn ich das richtig zusammenbekomme, dann 6 Geschmacksrichtungen sollen dabei sein, also auch süß und pikant und auch bitter, zusammenziehend, salzig und sauer. Dann haben wir die jetzt alle. Dann rein damit. Also jetzt haben wir Aubergine, wir haben jetzt Zucchini. Womit machen wir die Süße jetzt rein? Genau, wir haben dort Ananas und Mango. Mhm, das hätte ich hier, mache ich dann ein bisschen später rein, wenn das angebraten ist. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Paprika, das Paprika kann ich jetzt auch gleich machen. Dann wird das auch schön bunt, weil Auge ist mit. Ja. So. So, immer richtig Gas geben. Genau, einmal richtig Gas geben. Und auch diese Pfanne macht ihr im Cook-and-Chill-System, dann wird es abgekühlt, dann wird es genauso portioniert. Wie lange ist die Haltbarkeit von Cook-and-Chill-Produkten, wenn ihr die zubereitet? Also bei einer guten Herstellungspraxis kann man bis maximal 5 Tage gehen, ab Herstellungstag. Aber dann, wie gesagt, da musst du die ganzen Kühlprozesse einhalten, du musst die Rückkühlverfolgung oder die Rückkühlung einhalten. Dann kann man maximal bis 5 Tage gehen. Wie kannst du das garantieren als Küchenleiter, dass es tatsächlich nach 5 Tagen nicht mehr genutzt wird? Wir haben ein enges Qualitätsmanagementsystem und prüfen dann jeden Tag, inwieweit die Dinge verfallen sind. Es gibt eine extra Kennzeichnung. Das kriegen wir dann schon hin. Also das ist wirklich so, dass es dann dokumentiert wird. Also es ist nicht nur so auf Zuruf, sondern es wird genau jedes Produkt wird dokumentiert, wann es hergestellt wird, von wem. Wie sind die Rückkühlzeiten? Das wird auch von den einzelnen Ämtern kontrolliert. Da sind wir wirklich ganz sicher. Und darüber hinaus ist es so, dass wir nochmal von allen Produkten oder von einem Teil unserer Produkte, die wir selber hergestellt haben, in einem Hygieneinstitut eine Probe machen. Und dann sagen die uns, dass wir dann entsprechend sach- und fachgerecht gearbeitet haben. Das machen wir 2-mal im Jahr. Ja. Und speziell gerade mit den Produkten, die wir selber herstellen. Okay, ja gut, muss ja sein. Ja. Ja. Aber hat man irgendwelche hygienische, kritische Punkte, die man hier beachten muss? Vegane Küche ist da ziemlich entspannt, würde ich sagen, in diesem Fall. Na, man muss immer schon achten. Gerade in den Sommermonaten, wenn es draußen warm ist, könnte es schon mal sein, dass irgendwas umschlägt. Aber im Regelfall haben wir da nicht so eine Probleme, weil wir einfach Produkte haben, die relativ frisch sind, knackig durchgegart werden. So, jetzt kann die Chilischote rein. Wir können die Chili schon ein bisschen perfekt, rein. Weil ich gehe jetzt gleich mit Gewürzen rein. Das ist jetzt eine Mischung, da ist Kreuzkümmel, da ist Zimt drin, da ist ein bisschen Muskat, Nuss, Kardamom. Genau. Das sind bisschen alles, Curry, bisschen Kurkuma. Ja. Gelbwurz. Kurkuma ist sowieso für Magen wunderbar, ne? Genau, ist beruhigend. Ja. Chili hat ein bisschen desinfizierende Wirkung, ist anregend für die Darmbewegung. So. Guck mal, jetzt kriegt es auch schöne Farbe durch. Genau. Die Kurkuma, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, europäisch, ayurvedisch zu kochen, wenn man das so nimmt?
Weißt du, das ist so oft zu exotisch. Ja, kann ja, ich aber auch. Das sind ja keine exotischen Produkte dabei. Also das ist ja, außer die Mango vielleicht, aber ansonsten ja. Zucchini, Auberginen kommen hierher, Paprika kommt von hier, Lauchzwiebeln haben wir da, Knoblauch ist drin. Das ist doch gut. Also da? Könnte ich auch zum Beispiel ja. statt Mango Apfel nehmen, wäre natürlich, genauso gut. Natürlich, natürlich. Ja, okay. Ja. Ja. Also gut. Das heißt nicht, dass es immer nur indisch sein muss, sondern aus unseren regionalen Zutaten genau. kann es genauso zubereitet genau. werden. Ja, das ist schön. So, geben noch ein bisschen Salz noch. Ein bisschen Kokos dazu. Ja. Und dann ist es das eigentlich schon. Was würdest du dazu empfehlen? Weil das steht auf der Speisekarte auch. Ich würde einen Couscous dazu, einen Gemüsekouscous würde ja. ich dazu nehmen. Und dann haben wir eigentlich alle Inhaltsstoffe, die wir brauchen. Auch hier wieder überhaupt nicht abgebunden. Mhm. Oder wollen wir nicht extra abbinden, weil wir einfach sagen, das, was da an Flüssigkeit rauskommt, soll auch nicht so tot gekocht ja. werden und ist einfach wirklich ein tolles Produkt. Also das ist jetzt so richtig bissfest. Genau. In diesem Moment würde ich das jetzt nehmen, in genau. den Schockfroster bringen, vielleicht mit Kerntemperatur. Das sowieso, mit Kerntemperatur genau. rein. Und dann, wie gesagt, darauf achten, dass wir eine entsprechende Schichtdicke haben. Also nicht, mhm. dass wir ein schmales, hohes Gefäß haben, sondern ein breites, ein ganz normaler Gastronombehälter mit 65 mm Tiefe. Und dann sind wir da wahrscheinlich in 20 Minuten unter 3 Grad. Ja. Und damit habe ich dann irgendwo meine Haltbarkeit für 3 bis 5 Tage. Also bis dahin sollte man es auch wirklich verbraucht haben. Ja. Also wenn da nicht, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht. Also ich würde gerne das noch ein bisschen nahrhafter machen. Ja. Ich würde da jetzt gerne auch Hülsenfrüchte dazu geben. Könnten wir da auch die Erbsen dazu geben? Wir können noch ein paar Erbsen dazu okay. geben. Und ein paar Tomaten, das reicht auch, die nur ganz kurz genau. aufzukochen, ne, dass die de facto keimfrei sind. Und dann kannst du schon, guck mal, ist gleich noch viel ja, also ist von der Farbe nahrhafter. Her ist auch, ja, ist von der Farbe her super. Also wir haben wirklich alle Farben drin. Wir haben das Lila von der Aubergine, die Tomate, den Paprika, das Grün der Erbsen. Ja, was ich auch fantastisch finde, dass ihr auch nicht nur Basmati-Reis anbietet, ja. sondern ihr habt auch Vollkornreis oder auch genau. Vollkornnudeln, also wenn man möchte. Vollkornnudeln haben wir mittlerweile, ja. den Reis haben wir gerade getauscht, aber es ist wirklich ein breites Angebot, da findet jeder was für eine gesunde Ernährung. Ja, das ist auf jeden Fall genau. gesund. Also wenn jemand möchte bei euch im Krankenhaus vegan und gesund essen, ja. hat er von früh bis spät die Möglichkeit. Ja, das finde ich sehr also wir schön. Machen eben ein Angebot, inwieweit das jeder für sich nutzt und erkennt, ist nochmal demjenigen überlassen. Richtig. Aber es besteht die Möglichkeit und das ist halt das Wichtige, dass man einfach selbstbestimmt die Sachen da auswählen kann. Man wird befragt von den Serviceassistenten und dann ist es gut. So, okay. Eigentlich ist es das. Perfekt. Vielen Dank. Dann, ich danke dir. Eine ausgezeichnete Gemüsepfanne. Ja, genau. Danke dir.